Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen obligatorischen Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit dem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Bitte schön. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gern zu 5 Punkten etwas sagen. Beginnen möchte ich natürlich mit der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz, der Zusammenkunft mit dem Bundeskanzler. Ich will konstatieren, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz der Situation, in der sich Deutschland befindet, nicht angemessen sind. Es ist so, dass gestern das erste Mal auch deutlicher Streit ja zwischen den Ministerpräsidenten deutlich geworden ist, zwischen den sogenannten A- und B-Ländern. Sagen wir interessanterweise schon Bodo Ramelow eher bei den sozialdemokratisch geführten Ländern, der baden-württembergische Ministerpräsident bei den unionsgeführten. Aber das will ich einfach nur feststellen. Fakt ist, dass gezeigt worden ist, dass die MPK Krise nicht wirklich kann und die aktuellen Probleme, die wir in Deutschland haben, kaum lösen kann. Wenn ich mir die Inhalte anschaue, schnellere Verfahren, weniger Geld ab 18 Monaten, Bezahlkarten, Abkommen mit anderen Ländern und Prüfung auch außerhalb der EU, da ist sehr, sehr viel Wunschkonzert dabei. Manche Dinge sind seit langem in der Diskussion. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, was denn von diesen Beschlüssen ernsthaft etwas an der Flüchtlingssituation in Deutschland ändern soll. Ich habe da große Zweifel. Eine bessere Finanzierung der Kommunen, die ja beschlossen worden ist, ist gut. Aber es ist natürlich nicht annähernd das, was notwendig ist. Das ist wieder der Klassiker. Also ich will das ja überhaupt nicht bewerten. Die einen fordern 5 Milliarden, die anderen 10. Oder die einen sagen 5, die anderen fordern 10. Man trifft sich bei 7,5. Okay. Insgesamt ist eines klar, die Mittel werden für viele, viele Kommunen wirklich nicht ausreichen. Nicht ausreichen für Wohnungen, für Schulen, für Kitas, was dringend notwendig wäre. In diesem Sinne ist es leider, leider unbefriedigend. Die gestrige Runde hat mehrfach festgestellt, dass Deutschland am Limit ist. Okay, man kann diesen Satz ja so oder so interpretieren. Ich will auf jeden Fall sagen, dass die angeheizte Stimmung gegen Menschen auf der Flucht, dass das nicht die Lösung eines Problems ist. Fakt ist, die Finanzierung ist weiter offen und deshalb ist es insgesamt eine Enttäuschung. Ich bin sehr gespannt, was dann wirklich Realität von diesen Beschlüssen wird. Mein zweiter Punkt, den ich erwähnen will, der natürlich mit einem gewissen Vorbehalt schon hier aufzurufen ist, das ist eine Debatte, die wir in dieser Woche als Linke in den Bundestag einbringen und das ist das Thema Mindestlohn. Wir haben da einen entsprechenden Antrag gestellt. Ich will noch mal konstatieren, es ist jetzt einige Zeit her, der Bundeskanzler hieß noch nicht Olaf Scholz und er hat damals noch aus Hamburg die 12 Euro Mindestlohn gefordert. Das war für die Sozialdemokraten ein sehr mutiger Schritt, ein vernünftiger Schritt. Und man muss auch klar sagen, es ist gut, dass das umgesetzt worden ist. Was allerdings jetzt danach passiert ist, die Erhöhung auf 12,41 Euro und dann ein Jahr später auf 12,82 Euro im Jahre 25, das ist ja Reallohnverlust. Und deshalb sind diese Entscheidungen sehr, sehr enttäuschend gewesen. Und wenn ich sehe, dass der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil 14 Euro fordert, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang 14 Euro fordert, dann sind das richtige Forderungen. Aber es muss vor allen Dingen gehandelt werden. Deshalb bringen wir in dieser Woche diesen Antrag 14 Euro jetzt in den Deutschen Bundestag ein. Regieren heißt auch handeln. Und da kann man nicht sagen, na gut, die FDP will das alles nicht. Das ist ja alles schön. Aber der Druck muss erhöht werden. Deshalb werden wir genau dieses Thema aufrufen und hoffen, dass es zu Bewegung im Lande kommt und dass hier eine außergesetzliche Regelung in Angriff genommen wird. Denn die jetzigen Entscheidungen können so meines Erachtens nicht bleiben. Ein dritter Punkt, auch den will ich erwähnen, weil er erstens sehr wesentlich ist und zweitens in der gesellschaftlichen Debatte eine große Rolle spielt. Das ist der Antisemitismus in Deutschland und die Tatsache, dass wir in dieser Woche dort eine vereinbarte Debatte am Donnerstag früh haben werden. Wir erleben in Deutschland eine Welle von Antisemitismus nach dem barbarischen Angriff der Hamas auf Israel, die seinesgleichen sucht. Jüdinnen und Juden müssen sich in Deutschland wieder fürchten. Es werden Hausfassaden beschmiert. Es ist so, dass nicht wenige auch über den Abschied aus Deutschland nachdenken. Eine zutiefst deprimierende Situation. Es werden auch unerträgliche Parolen auf Demonstrationen gerufen. Das alles ist gerade angesichts unserer Geschichte eine Schande für unser Land. Und ich bin deshalb sehr froh, dass es am Donnerstag um 9 Uhr dazu diese vereinbarte Debatte geben wird. Nie wieder
muss für Deutschland nicht nur gelten, sondern man muss auch alles tun, dass dieses nie wieder nicht nur in Reden stattfindet. Bei aller Notwendigkeit und Wichtigkeit der Debatte am Donnerstag ist es vor allen Dingen notwendig, dass es danach auch im konkreten Handeln Schlussfolgerungen gibt. Es muss so sein, dass in unserem Land, und zwar völlig egal, ob jemand Christ ist, ob jemand Moslem ist, ob jemand Atheist ist, es muss in dieser Frage eine klare Haltung geben. Und ich erwarte auch, dass die Konsequenz des Rechtsstaates greift. Wir brauchen Klarheit in der Politik und Zivilcourage im Alltag. Ich bin allerdings ein Gegner davon, jetzt wieder eine Diskussion über eventuelle Gesetzesverschärfungen zu führen. Das ist meines Erachtens völlig unangemessen. Man muss das ausfüllen, was real möglich ist und was real schon jetzt leistbar ist. Ein vorletzter Punkt ist eine Initiative, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Heidi Reicheneck vorgenommen habe. Wir haben in Deutschland eine Situation, wo man wirklich von einem Kita-Kollaps sprechen kann. Es fehlen 380.000 Kita-Plätze und es fehlen Zehntausende Fachkräfte in den Kitas. Meine Fraktion hat anlässlich des 10-jährigen Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren ein Konzept zur Überwindung dieser Kita-Krise entwickelt. Und wir haben uns jetzt, also erstmal bringen wir einen Antrag in dieser Woche ein, das ist das eine. Aber Sie wissen ja, wie Anträge der Linksfraktion behandelt werden, solange wir Fraktion sind. Wir haben uns aber diesbezüglich, also meine Kollegin Heidi Reicheneck und ich, an den Bundeskanzler gewandt. Und wir hoffen, dass er hier diese dramatische Situation auch zu seiner Situation macht. Offensichtlich ist die Familienministerin mit dem Thema Grundsicherung und dem sehr dünnen, was dort vorgelegt worden ist, überfordert. Ich wünsche mir, dass der Kita-Kollaps in Deutschland zur Chefsache wird und dass Olaf Scholz sich dieser Sache wirklich annimmt. Eine letzte Bemerkung. Ich ahne, dass Sie an der einen oder anderen Stelle logischerweise da in besonderer Weise interessiert sind. Das ist die Frage der Zukunft der Linksfraktion. Ich habe das jetzt mehrfach auch öffentlich gesagt, dass die Linksfraktion politisch am Ende ist. Es wird so sein, dass wir in absehbarer Zeit keine Fraktion mehr im Deutschen Bundestag sein werden. Wie Sie wissen, haben wir 10 Austritte aus der Partei gehabt, sehr wirkungsvoll auf einer Bundespressekonferenz. Die 10 haben jeweils auch Anträge gestellt an die Fraktion auf Verbleib. Wir haben da gestern im Fraktionsvorstand darüber gesprochen und werden heute in der Fraktion dazu entscheiden. Die Entscheidung, wie es mit der Fraktion weitergeht. Ich sage nur dazu in Klarheit, ich habe ja in der Vergangenheit schon manchmal viel erlebt, auch von Ihrer Zunft, die die Totenglöckchen für die Linke geläutet haben. Meine Einschätzung ist, es ist wiederum zu früh. Ich habe am Wochenende, wo ich in Chemnitz auf einem Parteitag der Linken in Sachsen war, die ihre Spitzenkandidaten gekürt haben, eine sehr entschlossene und auch eine sehr geschlossene Partei erlebt. Wir haben am Sonntag gemeinsam die Landesvorsitzenden, Partei- und Fraktionsspitze ein Papier vorgelegt, diskutiert über das, wie weiter mit der Linken. Ich sage zumindest für mich, werde darum kämpfen, dass wir wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und es gibt im Kern nur ein Mittel dafür. Und das heißt Politik, Politik und nochmals Politik. Es muss ein Ende mit der lebenden Selbstbeschäftigung geben. Dafür sehe ich allerdings jetzt gute Chancen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam, diejenigen, die für die Linke weiter im Deutschen Bundestag sein werden, wie auch mit der Gesamtpartei in Bund, Ländern und Kommunen hinkriegen werden. Frau Dankeschön. Maurer, Sie hatten die erste Frage. Herr Bartsch, glauben Sie, dass Sie heute Abend noch Vorsitzender einer im Bundestag existenten Fraktion sind? Und wenn ja, was macht Sie da? Also Glaube hilft uns ja relativ wenig. Ich kann Ihnen das direkt nach der Fraktion sagen, ob ich das bin. Aber ich würde da jetzt erstmal sehr gelassen in die Sitzung reingehen. Wenn ich meine Prognose sagen würde, würde ich vermuten, dass ich das auch nach der Sitzung noch bin. Aber wir werden das miteinander bereden und dann Entscheidungen treffen. Also ich werbe dafür, dass wir das möglichst in Ruhe, möglichst in Würde und möglichst zielorientiert tun. Ich kann zumindest sagen, dass ich das genau so auch in der Fraktion diskutieren werde. Aber es wird sicherlich auch eine Kontroverse, was völlig normal ist in dieser Situation, Diskussion werden. Frau Palzer. Herr Bartsch, was hindert Sie denn als Fraktion jetzt daran, über diesen Antrag der 10 aus dem BSW heute und jetzt zu entscheiden? Liebe Frau Palzer, ich darf Sie korrigieren.
dieser Antrag ist nicht zu entscheiden, sondern die Geschäftsordnung ist sehr eindeutig. Mit dem Antrag sind Sie Mitglieder der Fraktion. Punkt. Und wir können widersprechen. Und ob und wann wir das machen, das ist unsere Entscheidung. Und ich werbe sehr dafür, dass wir unsere Entscheidung treffen und uns nicht nach anderen richten, weder nach den 10, die gegangen sind, noch nach denjenigen, die außen Nachfragen haben. Wir entscheiden das in Souveränität und ohne irgendwelchen Druck. Herr Denkler. Herr Bartsch, wissen das eigentlich, wenn Sie sozusagen den Entscheidungen treffen, also andersrum, die Parteispitze möchte gerne spätestens 14. November, also kommende Woche, die Entscheidung gewählt haben, vor dem Bundesparteitag, um das große Aufbruchssignal senden zu können. Wir sind, wir mögen zwar keine Fraktion mehr sein, aber jetzt sind wir endlich zum Ballastlos, die können wir losgehen. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, das zu tun, und warum glauben Sie, dass es sozusagen, was ist Ihr Zeitfenster eigentlich hier sozusagen, Also lieber Denkler, die Fraktion ist erstens nicht in einem untoten Zustand. Ich habe Ihnen gerade gesagt, was wir in dieser Woche machen werden, was wir ansonsten sowohl parlamentarisch als auch ansonsten vorhaben. Das ist schlicht nicht der Fall. Und ich kann auch Ihre These, dass die Parteispitze X oder Y will, so nicht teilen. Eins kann ich Ihnen gesichert sagen, wir werden das gemeinsam behandeln und gemeinsam entscheiden. Und über die Fraktion entscheidet logischerweise die Fraktion, aber selbstverständlich, und auch heute habe ich natürlich mit den beiden Parteivorsitzenden darüber geredet, wir werden das gemeinsam machen, da können Sie ganz sicher sein. Und es stimmt schlicht nicht, dass Sie sagen, zu dem Tag und so weiter, ist einfach schlicht nicht wahr, dass es Überlegungen gibt. Natürlich gibt es Überlegungen, das ganz schnell zu machen. Es gibt andere, die überlegen, es etwas später zu machen. Ich könnte Ihnen das jetzt alles darlegen, das will ich aber jetzt gar nicht tun, sondern das werden wir in der Fraktion besprechen und wir werden nochmal gemeinsam entscheiden. Frau Schmidt-Rauschmann. Bartsch, habe ich Sie richtig verstanden, dass, wenn es nach Ihnen geht, heute keine Entscheidung fällt? Sie haben mich falsch verstanden. Heute wird entschieden werden. Worüber? Die Frage werde ich gleich meiner Fraktion vorstellen, worüber entschieden wird. Ja, Frau Palser nochmal. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass würde man Sie fragen, jetzt versuche ich es ganz genau zu machen, dann würden Sie antworten, dass Sie es den Mitgliedern des BSW nicht raten würden, heute hier zu kommen. Ich glaube, es kommen einige. Wie ist dann der Umgang miteinander? Also ich habe Ihnen das ja gesagt, wie der Rechtszustand ist, und ich werde da eins nicht machen, etwa rechtliche Dinge verletzen, dass es da Möglichkeiten gibt, gegebenenfalls sogar einzugreifen. Also ich weiß von einigen, dass sie nicht kommen werden. Andere hörte ich auch, jetzt nicht von Ihnen, aber von Kolleginnen, dass sie kommen werden. Ja, sind sie halt da. Also ich kann das ja nicht ändern. Ich werde niemanden mit körperlicher Gewalt der Fraktion verweisen. Sie sind Mitglieder der Fraktion und wir haben heute Entscheidungen zu treffen und das werden wir tun. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Danke für Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Wochen noch. Bis dann. Tschüss.